Im heutigen Roblox Adopt Me Video erkläre ich euch, wie ihr niemals wieder gehackt werdet und was ihr tun könnt, falls es tatsächlich trotzdem passiert ist. Vergesst nicht, den dicken, fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Leute, heute erkläre ich euch, was ihr tun könnt, wenn ihr gehackt wurdet. Denn in der letzten Zeit sind mega krass viele Leute gehackt worden und die Adopt Me Pets sind quasi dann weg. Unter anderem wurden auch einige YouTuber tatsächlich gehackt, zum Beispiel Sopo Squad Gaming, was richtig, richtig krass ist, denn die haben ihren Account definitiv perfekt gesichert, dass da nichts passieren kann. Trotzdem ist es passiert, dass sie gehackt worden sind und Adopt Me hat tatsächlich jetzt daran gearbeitet. Und falls ihr in den letzten 60 Tagen gehackt wurdet, dann könnt ihr eventuell euren Account wiederbekommen. Außerdem erkläre ich euch, wie ihr euren Account mega krass sicher machen könnt, dass ihr hoffentlich nicht gehackt werden könnt, also nie wieder. Und für alle, die gehackt worden sind und der Account nicht mehr wieder zurückkommen kann, tut mir wahnsinnig leid, Leute. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, macht die Steps, die ich euch jetzt zeige, dass euch das nie wieder passieren kann. Bevor ich euch erkläre, was ihr machen könnt, wenn ihr gehackt worden seid, möchte ich euch ganz kurz erklären, welche Schritte ihr machen solltet, wenn ihr einen Roblox-Account habt, dass der Roblox-Account 100% sicher ist. Wir sind jetzt gerade hier auf der Registrierseite von Roblox und ihr seht, man kann hier nirgendwo seine E-Mail-Adresse eingeben. Eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen bei Roblox ist aber extrem wichtig. Okay. Um eure E-Mail-Adresse zu hinterlegen, müsst ihr auf euren YouTube-Account gehen. Ich bin jetzt hier gerade auf Sandy YouTube Videos und hier oben ist das Zahnrad, das ihr klickt. Falls ihr am Handy seid, ist es auch ganz einfach. Ihr habt rechts unten so kleine süße Punkte, da drückt ihr drauf, ihr scrollt ein bisschen und dann habt ihr da die Einstellungen und könnt da auch eure E-Mail-Adresse hinterlegen. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr einfach eins weiter runter scrollen von Konto Details und zwar zur Sicherheit. Da seht ihr Verifizierung in zwei Schritten. Das ist so unfassbar wichtig, dass ihr das anhabt, denn wenn ihr das nicht anhabt, kann jeder auf der ganzen Welt auf euer Konto zugreifen, falls er das Passwort irgendwie hackt, errät oder sonstiges. Das heißt, macht die Verifizierung in zwei Schritten an, dann bekommt ihr jedes Mal eine E-Mail und müsst einen Code eingeben und dann seid ihr extrem sicher. Natürlich muss eure E-Mail auch mega sicher sein, das heißt, seid unbedingt dahinter, dass ihr alle 6 Monate euer E-Mail-Passwort ändert und das Passwort nicht irgendwie Hund123 ist, sondern eine lange Litanei von Dingen, die niemand erraten kann. Und ändert auch euer Roblox-Passwort alle 6 Monate. Wenn ihr trotzdem gehackt worden seid, dann könnt ihr jetzt Adopt Me schreiben. Wichtig zu wissen ist noch, dass ihr das nur ein einziges Mal pro Account machen könnt. Das heißt, passt auf euren Account auf und schaut, dass ihr letztendlich euren Account so sicher macht wie möglich. Es ist ganz wichtig, dass ihr irgendeine Form beweisen könnt, dass es euer Account ist, mit Screenshots, mit einem Video, mit was auch immer. Die Webseite ist playadopt.me/support und da könnt ihr dann Adopt Me schreiben. Es dauert ungefähr 2 bis 4 Wochen, bis sie dann antworten. Aber Leute, das Coole an dem Ganzen ist, falls euer Account gehackt worden ist, kann Adopt Me jetzt den Account zurücksetzen vor den Tag, an dem er gehackt wurde. Also ihr bekommt nicht auf irgendeinen neuen Account irgendwelche Pets, sondern euer eigener Account wird zurückgesetzt an den Tag, als er gehackt wurde. Er wurde übrigens nicht gehackt, wenn ihr einfach nur euer Passwort vergessen habt. Das hat mit einem Hack nichts zu tun, dann habt ihr euer Passwort vergessen. Okay. Ein neues Passwort könnt ihr auch ganz einfach anfragen, wenn ihr eure E-Mail-Adresse hinterlegt habt. Dann bekommt ihr einfach ein neues Passwort und könnt euch neu in euren Account einloggen. Das heißt, es ist mega krass wichtig, dass ihr eine E-Mail-Adresse hinterlegt und die 2-Stufen-Verifizierung auch anmacht, dass euer Account einfach maximal geschützt ist. Wie gesagt, falls ihr trotzdem gehackt werdet, schreibt Adopt Me. Der Link dafür ist in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig, Leute, drückt nicht irgendwelche Links, die ihr nicht kennt, denn das kann auch ein großes Problem sein. Außerdem macht am besten niemals bei irgendwelchen komischen Robux-Gewinnspielen mit, wo ihr euren Account eingeben müsst, denn das ist meistens auch ein Garant dafür, dass ihr tatsächlich gehackt werdet.
Wenn ihr das alles macht, dann sollte euer Account relativ safe sein. Wie gesagt, ganz wichtig, Leute, vergesst nicht, euer Passwort auch immer mal wieder zu ändern. Und dieses Passwort, also meine Passwörter sind meistens 10 bis 20 Zeichen lang und dass man die eben nicht einfach erraten kann. Und wenn die 2-Stufen-Authentifizierung, ich habe keine Ahnung, ob man das so sagt, Leute, an ist, dann bekommt ihr jedes Mal eine E-Mail, wenn ihr euch woanders einloggen wollt. Und ihr könnt euch ohne diesen Code dann tatsächlich auch nicht einloggen. Was ihr natürlich auch niemals machen solltet, Leute, ist euer Passwort hergeben. Nicht an eure Schwester, nicht an euren besten Freund, nicht an irgendjemand, der euch irgendetwas schenken will. Denn diese Leute wollen meistens nur eine einzige Sache, und zwar eure Pets klauen, euren Account klauen oder euch einfach hochnehmen. Nein, doch. Ich hoffe, dass... Oh, wir müssen... Moment... Pocahontas ist zwar schon ausgelevelt, aber wir müssen ganz kurz zum Duschen, weil so können wir das natürlich nicht lassen. Ich wünsche allen, die gehackt worden sind, dass ihr eure Accounts wiederbekommen könnt. Das funktioniert nur in den letzten 60 Tagen. Das heißt, falls euer Account in den letzten Tagen gehackt wurde, dann schreibt unbedingt Adopt Me. Am besten fragt ihr, falls ihr nicht Englisch könnt, eure Eltern, dass sie das verfassen. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob, wenn ihr auf Deutsch schreibt, ihr dann... zeitnah eine Antwort bekommt. Das heißt, ich kann euch empfehlen, schreibt denen auf Englisch, dann hoffe ich, dass euch schnell geholfen wird. Wichtig ist, Leute, packt Screenshots rein und schreibt von der E-Mail-Adresse, von der ihr tatsächlich auch den Account gemacht habt, dass Adopt Me weiß, dass das euer Account ist. Ich wünsche euch allen ganz, ganz, ganz viel Glück, dass ihr niemals euren Account verliert. Und das war's mit dem kurzen Video. Ich wollte einfach ganz kurz euch mitteilen, dass es jetzt möglich ist, dass man Accounts, gehackte Accounts wiederherstellt, was mega, mega cool ist. Und ich hoffe aber, dass alle Rawlies das einfach niemals brauchen werden. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!